Noch hielt der Himmel seine Schleusen geschlossen. Gerade so, als wage Petrus es nicht, Ludwig dem Frommen, der mit seinem Gefolge gen Westen reiste, das hochwohlgeborene kaiserliche Haupt zu nässen. Ludwig zog sich das Tuch enger um den Hals. So in graues Lein gewickelt, gekrümmt auf dem Ross sitzend, blieb nicht viel übrig von seiner kaiserlichen Würde. Ihm war es gleich, solange er es einigermaßen warm hatte. Die Kinder im Wagen waren da schon bedeutend besser gegen den Wind geschützt. Welche Ironie! Der Kaiser schüttelte den Kopf und sah bekümmert auf die Stute hinab. Eigentlich war das Messer für die Beute bestimmt gewesen und nun hatte er damit sein eigenes Pferd töten müssen. Wake up! Hey! Glatzkopf! Glatzkopf, wach auf! Der Bischof wälzte sich auf die andere Seite. Mochte doch der Teufel diesen Albtraum holen. Platz für mich? Im Namen Jesu Christi, weiche vor mir, unreiner Geist. Doch der Schatten verschwand nicht. Nur ein leises Kichern klang aus dem Dunkel. Wir müssen uns beeilen, piepste Hüdeken, dessen Stimme trotz des Wagendonnerns und des bischöflichen Schimpfens klar und deutlich zu verstehen war. Im Sommer herrschte reges Treiben im Ehrlicher Park. An schönen Tagen liegen Sonnenanbeter auf der Wiese, lesen oder schlafen. Einige spielen Ball, wieder andere picknicken und am kleinen Spielplatz sitzen Eltern und hüten ihre Sprösslinge. Und er setzte sich 1938 dafür ein, den früheren Duispark der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Teiche wurden angelegt, um den Fischbedarf der Klosterbewohner zu decken. Bekanntlich handelt es sich bei den Dominikanern um einen Mönchsorden. Unter ihm entstanden unzählige Niederlassungen. Die Konvente standen nicht nur im Dienst der Theologie, sondern förderten auch die Volksbildung. Oft besuchte Jordan die Konvente persönlich, selbstverständlich zu Fuß. Der Überlieferung nach soll er sich nie länger als 2 Monate an einem Ort aufgehalten haben. Seine Jugendjahre mag er an seinem Geburtsort verbracht haben. Zweifellos genießt der Hochbegabte eine gute Schulausbildung, was nicht selbstverständlich ist für einen Knaben seiner Herkunft. Unnachgiebig vollzieht Jordan die Ausbreitung und Organisation des Bettelordens. Der Prior neben ihm ist verwundert über den Eifer des Ehrgeizigen. Ich weiß, ich weiß. Gibt der angesprochene milde Lächeln zurück. Doch Gott schenkte uns auch die Vernunft. Er gab sie uns, um Ausschau nach der Wahrheit zu halten. Tut die Augen auf! Schaut euch an, was uns Gottes Natur zu bieten hat. Sie ist die beste Lehrmeisterin. Bewegt eure Leiber, bewegt euren Geist. Körperliche Aktivität erhöht die Geisteskraft. Vertreibt die Trägheit wohl an! Respekt und Anerkennung erhält der Gescholtene vor allem außerhalb der Klostermauern. Nun, ich will es euch verraten, edle Brüder. Es sind die Weisheiten eines griechischen Philosophen des 4. Jahrhunderts vor Christi Geburt, die mich schon während meiner Studienzeit in ihren Bann zogen und deren Klarheit und Tiefe ich mich nicht zu entziehen vermag. Hey, hey, hey. Wollen wir noch mal an dem Knopf drehen? Oh, zu viel gedreht. So, jetzt wird es ein bisschen hanseatisch. Hallo, 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 ich komme, ich komme. Das ist das Diesseits, was Sie da eben gerade gehört haben. Na, das war das Jenseits. Ich bin nämlich das Jenseits. Und ich bin das Diesseits. Ein Interview mit Piening. Ach, wisst ihr, je nach Zeit und Gegend wenden Menschen einen Namen unterschiedlich an. Jugendfreunde riefen mich auch Didi. Unerklärlicherweise nannte ein hübsches Mädchen mich einmal sogar ihr Dingsbums. Ihre berufliche Karriere begann sie auf der Nordsee.
Ein kalter Schauer läuft mir über den Rücken. Auf Mars weit der Steingrube entdecke ich eine Sandspur. Ich fühle mich magisch angezogen von dem Fleck. Eine Stimme in meinem Kopf wispert: Fürchte dich nicht. Nicht vor der Wahrheit. Nicht vor diesem Ort. Auch ich weiß, was heute zur Mittagsstunde geschehen wird. Ich habe Angst davor. Kaum ein sonntäglicher Spaziergänger konnte ihn dort bemerken. Selbst das Mäuschen, das an seinem luftigen Bett vorbeihuschte, um gleich darauf in die heimelige Erde zu tauchen, schien ihn geflissentlich zu übersehen. Bald nach dem Abendmahl fiel Friedrich regelmäßig in den wohlverdienten, aber häufig unruhigen Schlaf. Schienen durch Friedrichs Kopf direkt in seine zitternde Seele zu dringen, als wenn eine düstere Wahrheit hineingebrannt werden solle. Die Mutter bereits 1733, der Vater, Hauptpastor zu St. Andreas, 5 Jahre später. Katharina war eine in Hildesheim bedeutsame historische Persönlichkeit. Die nachfolgende Erzählung lehnt sich an die reale Historie an. Sie entwirft den Beginn der lebenslangen Freundschaft Katharina Dörgens zu Sophia von Arnes. April 2014. Mein Name ist Ray. Ich habe Jura studiert und bin 31 Jahre alt. Hier sitze ich, sinniere, fasse die Bäume an, ja umarme sie sogar und stelle mir vor, es riecht nach Lavendel. Ich spüre einen Luftzug und meine, ihr nahe zu sein. Draußen stand ein älterer Mann, der sich mir als Bediensteter des Kaufmanns Beugen vorstellte. Sein Herr habe sich nach dem Abendessen unwohl gefühlt, berichtete mir der Mann, während wir die Dammstraße hinuntereilten. Die Halle, in die wir traten, war mit fremdländischen Exponaten geschmückt. Statuen, Masken, die von den Reisen stammten, von denen ich wusste, dass Beugen sie in ferne Länder unternommen hatte. Das Hugo-Denkmal entstand. Wohin dieser vor einiger Zeit von seiner Geburtsstadt Greiz in Thüringen übergesiedelt ist. Ein angesehener Künstler, der bald auch eine Professur an der Akademie erhalten hat. Für Fritz ist es eine Ehre, bei ihm lernen und arbeiten zu dürfen. So lässt Röder sich anreden. Wir haben Post! Darf ich die Freimarke mit dem Kaiser drauf haben? Langsam, langsam, mein Junge. Ich muss den Brief erst lesen. Ein Gespräch in Hildesheim. Ich bleibe vor Bodos Elternhaus stehen. Wie zufällig. Und doch auch wieder nicht. Lebensgeschichte, sage ich. Er nickt zustimmend. Der hagere, nicht zu groß gewachsene Mann in der schon ziemlich abgetragenen Wehrmachtsuniform eines Offiziers stand vor ihm und schaute mit höflichem Blick, jedoch unverschleierter Neugier auf den Sitzenden. In dieser Moment des Glücks, in das Tristesse der Gegenwart zu berauben, empfand er als besonders lästig. Der größte Schreck kam jedoch über Nacht. Denn am nächsten Morgen traute ich meinen Augen nicht, das Thermometer war auf minus 40 Grad gefallen. Ja.
planloses Durcheinander von Einbahnstraßen und verwinkelten Gassen. Eine weibliche Stimme aus dem Navi, die sich niemals aus der Ruhe bringen lässt, obwohl auf dem Display die Richtungspfeile wild durcheinander springen. Ich wollte, mein Navi hat mir doch gezeigt, ach du dicke Scheiße, sowas ist mir noch nie passiert. Damit ich den Wagen in die vorgeschriebene Fahrtrichtung lenken kann. Nach einer erneuten Ehrenrunde durch das Einbahnstraßengewirr biege ich wieder an der kritischen Stelle ab, nur diesmal richtig. Nach weiteren 20 Metern fahre ich entnervt in eine Tiefgarage, die sich mir wie eine Rettungsinsel anbietet. Die Arnickenstraße entstand durch die Abtragung des Walles zwischen Hagentor und Almstor in den Jahren 1860 bis 1865. Er stiftete 1587 das nach ihm benannte Arnicken-Hospital, das von der Almstraße in die Arnickenstraße hineinragte. Als Zeitzeuge, der über 50 Jahre in der Arnickenstraße wohnte, möchte ich Ihnen einige persönliche Erinnerungen wachrufen. Daran hatte ich noch nie einen Gedanken verschwendet, was man mir auch ansah. Mein Körper war ausgemergelt, ich nervös und meistens schlecht gelaunt. Hatte ich es mir doch auch schon lange einmal vorgenommen, einen Samstag in der Rosentherme zu verbringen. Nur einfach so zum Relaxen, hat es aber nie geschafft. Also wischte ich mir kurz die Müdigkeit aus dem Gesicht. Na klar, mache ich. Und nun musste ich auch noch ein Interview führen, das mir zuwider war. Die Straße, auf der ich fuhr, war gerade und grau. Sie passte zu meinem Leben, das mittlerweile genauso aussah. So, wie schon gesagt, wir gehen jetzt ins Jahr 2051 und nun kommen zwei Besucher von weit, weit her, die sich Hildesheimer etwas genauer ansehen möchten. Jetzt komm schon, verdammt! Erik tippt zum wiederholten Mal das Kartensymbol an. Endlich, nach dem dritten Versuch, erscheint auf dem Display das Gesicht einer jungen Frau, die, beinahe schon übertrieben freundlich, um 5 Kredite bittet. Wieso benutzen die nicht ihre Tablets für sowas? Das hat der Hildesheimer Autorenzirkel so beschlossen. Er will auf diese Weise der Technik die Stirn bieten und das Papier am Leben erhalten. Erik schüttelt den Kopf. Viel Glück, sagt er, wendet sich von dem Automaten neben dem Weltcafé ab und blickt zur Michaeliskirche hinüber. Und schon marschieren die beiden Kollegen die Burgstraße hinunter. Nach nicht einmal 3 Metern beginnt Erik, an seiner Jeans zu zerren und Bewegungen zu vollführen, die an einen untalentierten Disco-Tänzer erinnern. Was soll das denn bitte schön werden, wenn es fertig ist? Fragt Tom entgeistert. Ach, diese Hülle macht mich noch wahnsinnig. Allein 400 Kubikmeter altes Holz, Eichenholz wurde verbraucht. Für die 4.300 Verbindungen der Fachwerkhölzer wurden, wie in alter Zeit üblich, nur Holznägel verwendet. An die neue Zeit war die zu damaliger Zeit moderne Haustechnik. Diese Technik wurde im Laufe der Jahrzehnte stets auf den neuesten Stand gebracht, sodass das Haus, auch wenn man es ihm auf den ersten Blick nicht ansieht, mit jedem modernen Gebäude mithalten kann. Die Stadt lud alle Bürger der Stadt ein zu einem Fest unter dem Motto hereinspazieren. Auch im Knochenhauer Amtshaus wurde tüchtig gefeiert.